Nun ja. Gibt ein bisschen Bargeld. Ab 2000, damit kann man ja etwas anfangen. Und wir sind Level 2. Ja, also auch so ein bisschen rollenspielmäßig. Können wir da sehr viel verbessern. Was sehr geil ist. Begleiter Fahrzeuglieferungen. Während du in einem Fahrzeug bist, kannst du es mit... Oh, runterspeichern. Okay. Gut. Wenn wir ein geiles Ding finden, kann man das machen. So, und ab jetzt werden wir quasi so in die Welt geworfen. Und sind... Ja, können alles frei machen. Wir sind jetzt auf uns gestellt, sozusagen. Es gibt natürlich Hauptaufträge, wie zum Beispiel lerne die Regeln oder eine Nebenaufgabe, Anpassung oder Extras. Und wir werden jetzt einfach mal Gas geben. Wir haben hier noch ein paar Upgrades. Guck mal, Fähigkeiten. Ja, das ist alles etwas teuer. Ausdauererhöhung ist eigentlich schon ganz geil, aber... wir werden erstmal unsere Gesundheit upgraden. Weil das Spiel ist nicht leicht. Also es ist schon knackig. Vor allem die Aliens, die teilen extremst krass aus. Muss man wirklich sagen. Wir könnten hier mehr Pistolenmunition machen. Aber das ist alles etwas teuer. Darüber können wir reden, wenn wir genug Geld haben. Ich werde das jetzt auch gar nicht weiter großartig beachten. Aber wir werden unsere Hauptmission beginnen. Clusters seem to be loose bits of code left behind by the simulation for some reason. I've only been able to locate a small amount right now, which I'm having trouble locking onto. Once in the general area of a cluster, I should be able to direct you to its location. Okay. Kizzy, why are you sending me after these things, and where exactly are they? I'm still trying to figure out precisely what they are, but they seem like they'll be useful. There are several near my warehouse. I can't pinpoint their exact locations, but I marked the general areas for you. Okay. General areas. Watch your proximity meter to see if you're getting closer to the cluster or farther away. Ach so, okay. Wir haben jetzt hier so eine Art Bereich, wo wir jetzt nur noch genau rausfinden müssen, wo die Datensammlung denn nun wirklich ist. Ist sie genau in der Mitte? Da ist sie. Guck mal. War gar nicht so schwer. I think I got one, Kenzie. You sure this thing's safe? Safe-ish. Just keep getting them. Okay. Naja, wenn es weiter nichts ist, einfach drei so Datenansammlungen finden. Oh, I love this song. Come on, Kenzie, sing it with me. No, I don't think so. Warum, Kenzie? I'll even let you be the cat. Not gonna happen. We come together. Now your turn, come on. And you know it ain't fiction. Come on! No. Hey, wegen dir krieg ich noch Copyright-Probleme. Fuck that. This is why we aren't closer. So viel dazu zu keinem Radio, wa? Aber gut, ich werde es trotzdem möglichst weitestgehend ausschalten. So, da werden wir... Alter! Das ist ein kranker Typ. So, wenn irgendwas verpixelt auf dem Bildschirm ist, dann bin das nicht ich, dann ist das das Spiel, weil es ist eine Simulation, versteht ihr? Das ist eine Simulation vom Spiel. Das ist nicht echt. Wow, was ist jetzt los? Ich fühle mich irgendwie gut. Hallöchen. Aha. Data is amazing. Incomplete, but amazing. I know I'm gonna regret this, but how is it amazing? It seems that anything that broke the normal rules of the simulation deposited loose data that can be incorporated into your programming. Huh. I actually kind of understand that. But since the data is so fragmented, it doesn't leave behind a complete subroutine to loop into your code base. Nope. Never mind, you're talking gibberish again. It's simple. The more clusters you get, the more you can upgrade and alter your abilities. Aha, we're talking the same language. Ah, ich glaube auch. Also, je mehr wir von diesen Datenansammlungen finden, oh, I'm sorry, desto mehr Upgrades können wir machen, desto stärker sind wir quasi. Also, das lohnt sich in jedem Fall. So, wo ist unsere letzte? Wo versteckt sie sich? Ja. Ah, da hinten. Habe ich doch glatt im Rückspiegel noch gesehen, oder? Ja, da haben wir sie doch. Im Rückspiegel habe ich es begutachtet. So, Still missing some key fragments. Get one more and we'll see. Ah, eins noch. Na gut. Gehen Sie, wenn du sagst. Dann wollen wir es machen. Wir nehmen uns jetzt mal eine gute Karre. So, with these data thingies. Clusters. Fine, clusters. If they can be so useful, then why isn't Zinyak sending his people out to collect them? Why would they need them? To give his people a boost or something.
I don't know, you're the one who says they're amazing. If Zinyak wants to change the code for his people, he can just... He wrote the simulation! Yeah, but what about keeping us from... You know what? Never mind. I'm just never mind, ha? Besser ist das, die Diskussion ist da unnötig. Also, es ist seine Simulation, er hat das gemacht, der braucht nichts sammeln, um, der kann jeden so verstärken, wie er lustig ist, Alter, ihr könnt doch nicht dauernd über die Straße rennen, Mann, ihr Verrückten. Das geht Holy so nicht, da shit. Ist sie doch. Zinyak destroyed my apartment. Oh nein, hier haben wir gewohnt. Oh wow, what the fuck. A long time ago. Well, I always thought it had character. Oh shit. That should be enough. Let's see what I can do here. Check your hub. Okay. Also, werfen wir mal wieder einen Blick ins Hub. Und, oho, Kräfte. Supersprint und Supersprung. Oh, was ist das denn? Mit dem Supersprint kannst du nur schneller laufen als Autos. Hey, und schon werden wir merken, in Saints Row 4 sind Autos überflüssig. Yay. Eigentlich tut man das ganze Spiel zu Fuß spielen. Weil, ne? Und wir können den Supersprung. Mit einem Wandsprung kannst du nun senkrechte Oberflächen hinauflaufen. Und mit dem aufgenommenen Supersprung kannst du über Gebäude springen. Und das ist ziemlich awesome. Yay. Geil. So, wir können das dann später wieder verbessern. Aber jetzt, schaut euch das an, was ihr abgeht. Feels awesome. Na klar. Here, let me load up a training program for you to test your powers. Autos können nicht laufen, das ist richtig. So. What am I supposed to do in here? The code says you can jump long distances and run at super high speeds. How about starting with a small jump? Yes, da, das ist doch mal. Woohoo! Okay, try focusing on charging your jump. That should get you higher. Yeah, baby. Infamous, like a boss. How am I supposed to jump up that? Try pushing off from the wall each jump. Oh, da komme ich wohl nicht raus. It'd be more accurate to say you can jump up them repeatedly. Aber wir können angeblich uns immer wieder abstoßen. Yes, das funktioniert. Oh my fucking God. Ist das hoch? Alter, wie hoch geht denn das noch? Boah. Das war wirklich hoch. This time I blew the buildings apart. Try making that jump. Kein Problem. Yes. Ah, das sieht so geil aus, ne? My goodness. Kommt in der Stadt gleich richtig geil. Woohoo! Okay, now for the big test. Use your super speed to get a running start and leap to that opposite building. No problem. Just try it. Okay, er glaubt das noch nicht so ganz. Ich glaube das allerdings schon. Woohoo! See? You did it. Yeah. Geil. Fun, but I want something more challenging. Good, because I found a race subroutine already in the city. Perfect. Na klar, wir wollen die Herausforderung, Mann. Wir wollen die Herausforderung. Yes! I think I figured out how this works. Run along the path collecting the power orbs, which should boost your new speed. Every time you hit a checkpoint, you'll be able to stay in the program a bit longer so you can reach the end. Though you probably want to avoid the firewalls along the way. Good luck. So, und jetzt, meine lieben Freunde, gibt's das große Rennen durch die Stadt. I'm kind of speechless right now. Let's do this. Speedrun! Boom! Aus dem Weg, Junge! Achtung, wir kriegen super Schub, wir werden immer schneller. Holy shit! That means something to me. It means the versteht ihr jetzt, warum man keine Autos mehr braucht? Sounds simple enough. Ist das geil oder was? You know I love you, Kenzie. Lies. Wie lies. Let's do this! Oh, ist das hübsch oder was? Oh, verdammt, wir sind hängen geblieben. Schnell, 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 schnell. Aus dem Weg. Aus dem Weg. Haben wir die Autos einfach wegboxen. Ein Traum. Ich sag's euch, ein Traum. Komm, 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 go. Go, 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 go! Oh, fuck, das hat mich jetzt ein bisschen Zeit gekostet. Oh, oh, nein, 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 nein. Komm, 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 wir wollen Gold, wir wollen Gold. Schnell. Nein! Silber nur. Ah, ärgerlich. Bin hängen geblieben. I'm sorry. Ah, da bin ich leider hängen geblieben, ansonsten hätten wir Gold schon geschafft. Ah, sehr geil. Ja, 25 hätten wir haben müssen für Gold. Jetzt ist halt so die Sache, ne? Das könnte man jetzt theoretisch wiederholen.
Und damit haben wir jetzt eben Supersprint und Supersprung gelernt. Und den Chaoslauf. Das ist eine Aufgabe, die jetzt ganz oft in der Stadt verteilt ist. Wie eben zum Beispiel hier. Aber abgeschlossen ist abgeschlossen. Ich weiß gar nicht, ob man Gold holen muss. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Aber ich werde es nochmal machen, weil ich mich nochmal ein bisschen in einen reinfinden möchte, damit ich mich dran gewöhne, weil dadurch läuft es halt, ne? Ich meine, klar, man könnte schon sagen, es ist jetzt ein bisschen schade, dass dass Autos total überflüssig sind, dass man Autos nicht mehr braucht. Aber in welchem Spiel hast du schon die Möglichkeit, dass du wie Superman durch die Stadt läufst und quasi springen und gefühlt fliegen kannst? Deswegen ist das schon sehr cool, dass du mal so ein Spiel hast, wo das möglich ist. Und dann ganz ehrlich, glaube ich, kann man verkraften, dass man auf Autos verzichtet. Ich hoffe, dass ich das jetzt mal ein bisschen besser mache, indem ich zum Beispiel hier nicht hängen bleibe. Ach, verdammt! Naja, das ist trotzdem nicht ganz so schlimm. Den letzten Sprung, den habe ich ziemlich abgefuckt. Ich möchte auf jeden Fall hier Gold holen. Um jeden Preis. So, jetzt gehen wir richtig Speed. Komm. Blazing Speed! Hier müssen wir rauf. Da haben wir gar keine Wahl. Aber vielleicht kann ich das trotzdem etwas schneller machen. Komm! Gold! Yes! Na also, ganz knapp. In der letzten Sekunde quasi. Huh! Geht doch. So ist das halt in der Simulation, ja. Und in einer Simulation kann man nochmal die Superkräfte haben, auch für Gold. Und das gibt nochmal eine ganz schöne Menge Bargeld, deswegen wollte ich das auch unbedingt machen. Denn mit Geld können wir tatsächlich in dem Spiel mal richtig was anfangen. Ja. So, wir rufen unser Menü auf und werden dann direkt noch ein paar andere Aufgaben her. Wir haben eine Menge Nebenaufgaben. Wir bleiben aber direkt nochmal bei den Main Missions. It looks like these hotspots are protected by shield generators. Getting near them will be tricky, but you'll have to shut down each one before you can take out the main hub, which of course is protected by even more Zin. So, good luck with that. Natürlich werden sie von Zin. So, what exactly is a hotspot? Basically a giant workstation. A system like the simulation you're in probably requires constant maintenance, which is what these seem to be for. Is this the only one? Of course not. Of course not, Also, wir haben ja auch einen sogenannten Hotspot. Zu diesem werden wir jetzt rennen. Und diese Hotspots wollen wir natürlich von Aliens befreien. Oh ja, ich merke schon, wir haben noch kaum Energie. Denn die Energie geht natürlich auch ganz schön gewaltig runter, wenn man so durch die Stadt rennt. Da kann, am Anfang kann man noch sagen, okay, vielleicht lohnt es sich doch noch mit dem Auto zu fahren, weil du da halt deine Energie nicht so krass verbrauchst. Aber kein Auto wird so schnell fahren. Also da kann man sich definitiv drüber streiten, aber wir sind ja schon da. So, wir müssen jetzt Generatoren deaktivieren. Stand hier nicht gerade noch einer? Wurscht. Fuck! Ach, shit. Oh, da stehen auch viele. Ach, das ist nichts Neues. Wo seid ihr? So. Ich glaube, das waren alle. Wir nehmen hier auch einer dieser Datensammlungen auf. Wir haben die erste Datensammlung damit gefunden. Und den ersten Generator deaktivieren. Das können wir nur, wenn alle Gegner tot sind, weil wir uns aufhalten. Apropos Gegner. Headshot, Bitch! So. Und dann haben wir noch einen zweiten, der befindet sich da drüben. Das sollte für uns kein Problem darstellen. Oh ja, die schießen schon, die haben mich erwartet. Ah, wie sie immer so einen Seitwärtsschritt machen, damit ich ihnen keinen Headshot verpasse. Oh, das könnt ihr vergessen. I'm the master of Headshots mit Controller. So, das war's eigentlich auch schon. Deaktivieren wir Generator 2. So, und jetzt hat, ihr seht selber, da war vorhin so ein riesen Schild drumrum. Das haben wir jetzt nicht mehr. Und jetzt hat müssen wir nur noch die Steuerung deaktivieren. Dann ist es vorbei.
Mach hier keinen Ausfallschritt. Das machen nur FIFA-Spieler. Oh shit, da ist noch mehr. Wow, mit Schild? Oh fuck. Reinforcements engaged. Tja. Kannst du auch so viele Schilde tragen? Ich würde sagen, Headshot. I think I broke it. Boom! Done. I'm showing some strange readings close to you. Okay, fiery sky and rain can be good. The fuck is that thing? But it isn't reading like a normal sin. I think you can integrate your code with... And that means what? It means once you take him down, get close enough, and I think you can absorb him. Yeah, because I want that inside me. Ich glaube, wir werden mal schön... Autsch! Oh, shit. Die Alien-Kanone nehmen. Und wir sollten ausweichen. Bis zum... Oh mein Gott. Die Alien-Kanone geht steil. Wir müssen ihn nämlich ein wenig schwächen. Okay, so, vorsichtig. Die Kanone hat schon gar keine Schuss mehr. Ihr seht schon, das Vieh hält einiges aus. Aber jetzt ist Schluss mit lustig. There goes nothing. Ha! Oh, und jetzt gibt's so einen Kampf. Ah, fuck, scheiße. Jetzt gibt's hier noch so einen Kampf zu gewinnen. Und wenn du den verlierst, hat er nämlich wieder Energie. Und das ist behindert. Aber jetzt kriegen wir dich. Jetzt krieg ich dich. Jetzt krieg ich dich. Durchgejumpt oder in ihn rein. Sucht euch irgendwas aus. Und dann... Ah, stirb! Absorben wir seine Energie. Yes, bravo. Perhaps my wardens underestimated you. I won't let them make the same mistake twice. That can't be good. Forget about him, Kinsey. How about setting up one of those training rooms for me? I think I can do that. Na, aber hallo, das sieht doch super aus, oder? So what did I get? Huh? Teleportation? Laser vision? Bone claws? Please let me Hättest du wohl gerne. Whoa. Looks like the ability to freeze people and objects with an ice blast. Ooh. That sounds awesome. Sounds awesome. Let me load up a few targets from the simulation for you. Hold on. Are you putting in people who will try to kill me? Don't worry, these are safe programs. You can't die from them. Und dann, würde ich sagen... Wait, is that it? Bam! Ja, Mann, wir können tatsächlich jetzt Gegner einfrieren. Und das ist halt schon verdammt cool. Bam, einfach zerschießen mit der Shotgun. Dasselbe gilt für euch. Ist das ein Traum oder was? Oh yeah, baby. Boom! Ach, schade. Dachte, können wir so treffen, dass sie alle sterben. Versuch's erst gar nicht zu leben. Ice Blast! Und tschüss! Abchillen! It looks like data clusters can be hidden inside walls. Use your blast to knock them out. Uh-oh. Oh shit! Ow! Hell of an entrance there, guy. I'll see if I can help with that. Okay, you should be able to recover from being knocked back now. Hold on. It looks like Zinyak added a shield to the warden code. I guess you pissed him off. Okay, pass auf. Wir holen uns den Blaster. So how do I get around it? You'll need something more powerful than a weapon. So use your superpowers to deactivate the shield for a short time. Also wenn er ein Shield hat, einfach die Eisfähigkeit und dann zerschießen. See? That works pretty well. Though the real thing might be a bit tougher. So einfach ist das. Also, die Eisfähigkeit ist schon verdammt nice. Sehr, sehr, sehr nice. Und damit sollte so langsam klar werden, in welche Richtung dieses Spiel abdriftet. In eine absolut abgefahrene und verdammt geile, oder? Oh yeah, Blast, baby. Das ist ein Ice Blast. Und das ist natürlich nicht der einzige Blast, den wir über die Zeit lernen werden. Aber mehr verrate ich mal noch nicht. Aber abgeschlossen. Und das hier ist so einer der Dinge, wo wir diesen Ice Blast nämlich direkt machen können. Zack!
Und damit holen wir uns einer dieser Datensammlungen, die normalerweise einfach so in der Pampa rumstehen. Aber es gibt auch welche, die verstecken sich in Häusern zum Beispiel. Und wir werden versuchen, so viele wie möglich davon zu finden, damit wir gegen Sinjag am Ende stark genug sind. Das wird sehr, sehr nice.